So, inzwischen wieder zurück nach dem Relog. Alles wieder zurückgesetzt, wie ihr seht. 0 von 14 Bewohnern gekillt. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück nochmal, ne? Neues Spiel, neues Glück. Mal gucken, was nun passiert. Gesucht sind wir immer noch. Wird also gleich hier wieder mächtig was los sein. Na gut. Dann mal los. Erstmal die Drohne. Wo ist sie? Komm, komm, komm. Na komm schon. Bumm. Na komm. Jo. Mal ein bisschen aufpassen hier. Ja, aus der Kanzel geht's besser. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ja. Schon klar. Vier von 14, das ist jetzt noch nicht so der Brüller. Dann gehen wir doch, glaube ich, mal vielleicht ein bisschen anders hier vor. Fahren wir mal hier rum. Gucken wir doch mal, was wir von hier aus erledigen können. Na also, da kommt doch schon der Nächste. Auf geht's. Jawohl doch. Fünf. Kommando. Forscher, Forscher, Forscher. Da kommt noch einer. Auch ein Kommando. Jawohl. Der nächste. Jawohl. Gut. Speer. Ein Speer. Gut, Speer. Komm her. Wo ist er? Wieder weg. Da kommt einer. Okay. 9 von 14. Techniker, Forscher. Sollen wir mal gucken? 9 von 14. Das heißt also, wir müssten theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann stimmt's doch. Forscher, 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 Techniker. 1, 2, 3, 4, 5. 9 von 5. 5. Gut. Ja, dann würde ich doch mal fragen, ne? Dann gehen wir doch mal zu Fuß hier ein Stückchen weiter. Selbes Spiel wie vorhin. Rein in unseren Anzug. Na, wo lag denn der hier eben? Hier war doch eben einer, der hier lag. Den habe ich doch eben noch gesehen. Gibt's doch gar nicht. Na, ist ja wieder toll. Ich wollte mir gerade das Profil klauen. Na gut.
Dann eben nicht. Dann gehen wir halt so da rein. Come on. Mach Licht an. Die kann man garantiert gleich gebrauchen. Da kommen wir nicht rein. Da kommt einer raus, das ist doch gut. Ja. Okay. Sehe die Zielkontrolle. Okay. Etwas unorthodox, gebe ich zu. Ja, da kommt doch wieder einer. Na komm. Platsch. Jo, das war jetzt wieder sehr intelligent, dass ich hier rausgegangen bin, ohne mir vorher das Profil zu klauen. Na gut, dann müssen wir doch mal aufschneiden. Na komm, geh auf. Ja, wie denn? Ah, jetzt habe ich nicht genug Energie. Oh Mann. Ah, du hast da auch drei. Na dann sag's doch. Komm her. Dann nehmen wir dich. Passt schon. So. Ja, ja, ich weiß. Geht gleich los. Wo ist hier der Ladekasten? Hier. So, nehmen wir. Gut. Und bevor wir uns jetzt hier wieder ans Plündern zum zweiten Mal machen, was ich natürlich gerne tue, denn hier gab es richtig schönes Zeug, gucken wir uns jetzt aber als erstes mal die Mitarbeiterliste an. Wir hätten jetzt, bräuchten wir noch 13, 14, 3 Mann. Ja, ist doch wieder dasselbe. Das ist doch wieder dasselbe. Jetzt habe ich doch schon wieder nur die 2 hier. Das verstehe ich nicht. Das muss doch ein Bug sein. Kann doch gar nicht anders sein, dass ich hier nur 2 Leute wieder angezeigt kriege und kann damit die Mission schon wieder nicht zu Ende führen. Das gibt's doch gar nicht. Das finde ich aber echt doof. Ja, genau, Brett vorm Kopf. Das gefällt mir aber jetzt gar nicht, zumal ja meine schönen Missionsbelohnungen dadurch gar nicht bekomme. Das finde ich wirklich nicht schön. Echt nicht. Vorhin war es doch noch richtig, bevor ich hier reingegangen bin. Das verstehe ich gar nicht. Hier ist nichts. Und wo ist der nächste? Da wusste ich's doch. So. 13. So weit war ich vorhin auch schon mal. Tja, was soll ich machen? Dann muss ich halt noch mal ein bisschen plündern gehen und dann unverrichteter Dinge leider diese Mission beenden. Ist zwar schön, aber finde ich jetzt nicht so toll, dass ich die einfach nicht aus irgendwelchen Gründen beenden kann. Aber so ist das halt manchmal bei Elite. Ich mache jetzt wieder kurz mal hier Schluss. Sollte sich doch noch was tun, dann melde ich mich natürlich. Ha, Leute, endlich hier. Ich bin noch mal in meinen Buggy gestiegen, der steht ja hier, und habe hier tatsächlich im Habitatgebäude, glaube ich, mein letztes Ziel gefunden, was ich noch erledigen muss. Denn auch nach dem Relog waren hier in den Schränken nichts Neues mehr zu finden. Die waren alle leer. Hat also nichts gebracht. Auch Buggy einsteigen, wegfahren, neu machen, war jetzt nicht der Effekt.
Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt endlich, den noch zu finden, den guten Mann. Irgendwo muss er sich ja aufhalten. Ist die Gefahr? Na also. Und Missionsziel abgeschlossen. Ja, Wahnsinn. Supi. Oh, hier gibt es noch ein paar Schränke. Aber die sind wahrscheinlich auch, wie immer, alle leer, ne? Filter. Obwohl ich, wie gesagt, die Mission tatsächlich noch nicht beendet hatte. Das ist ja der Unterschied. Ich meine, wenn ich eine Mission beende und mache einen Relog, dann verstehe ich ja, dass da nichts mehr passiert. Aber wenn ich eine Mission definitiv nicht beendet habe, und das war hier der Fall, ich hatte ja nur 13 von 14 gekriegt, dann dachte ich, dass zumindest mal die Sachen wieder sich neu da positionieren. Aber das war ein Irrglaube. In dem Falle funktionierte das nicht. Aber komisch, dass ich auch eben diese Person über den Monitor gar nicht angezeigt bekommen habe. Das wundert mich dann doch schon ein bisschen. Aber was soll's, jetzt haben wir es geschafft. Supi. Dann können wir jetzt nach Hause und uns unsere Belonis holen. Ganz toll. Was ich mal ausprobieren wollte, fällt mir jetzt gerade ein. Wenn ich mal hier von außen zum Beispiel mein Schiff... Nö, kann ich nicht machen. Funktioniert nicht. Muss ich doch tatsächlich weiter rausfahren und dann das Schiff erst ordern. Ja. Okay, soweit. Dann mache ich hier wieder mal Schluss. Ihr seht, es hat dann doch noch geklappt mit zwei Anläufen. Aber immerhin hat ein bisschen Laune gemacht zu kämpfen. Und wir sehen uns dann auf der Heimstation wieder, wenn es um die Belohnung geht. Bis dann. So, zurück im Anflug an unsere Station. Direkt der Nähe ein Riesenplanet. Und ich freue mich, dass ich so schöne Missionsbelohnungen bekomme. Nach zwei Anläufen zwar, aber es hat funktioniert. Man soll also nie aufgeben und zu früh die Flinte ins Korn schmeißen. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Und es ist nicht zwangsläufig alles immer ein Bug, nur weil es nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Das war der Beweis dafür. Es gab tatsächlich noch eine Person. Aber sie war aber nicht über den entsprechenden Monitor auszumachen. Das wiederum könnte schon ein Bug sein. So, wo soll man denn landen? Auf der 3. Auf der 3. Das sieht so aus, als wenn wir da oben hin müssen. Dann fahren wir doch mal das Fahrwerk aus. Die sieht echt toll aus, diese Station hier. Sowas habe ich ja auch noch nie gesehen. Schön bunt auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen, ne? Hat was. Auf jeden Fall mal ein lohnenswertes Ziel, um es mal anzufliegen. So. Anarchie hin, Anarchie her. Geschmack habt ihr. Kann man euch nicht anders sagen. Prima. Hier kann ich allerdings nicht auftanken und auch nicht reparieren. Das ist der einzige Nachteil. So, dann müssen wir runter, denn das war ja eine Mission, die ich von einem Auftraggeber angenommen habe. Die kann ich ja nicht hier oben im Schiff einlösen, sondern da muss ich tatsächlich einmal den Fußweg antreten. Aber das mache ich doch gerne. So. Hab allerdings total vergessen, wer das war. Keine Schwerkraft, Magnetkontakt aktiv. Oh, und auch ist diese Station, genauso wie die andere, die es noch gibt, die kleine, die sind extrem hell beleuchtet. Also die mögen es hier richtig grell. Gibt's also auch mal. Okay. So. Du warst es nicht, das sehen wir schon. Brauchen wir gar nicht zu fragen. Du warst es auch nicht.
Wenn Sie einen Transportjob wollen. Nein, du auch nicht. Können Sie sich gut dort einschleichen, wo Sie nicht sein sollten? Du auch nicht. Auch du nicht. Was kann ich Ihnen anbieten? Nein. Na klar, immer der Letzte, so ist das. Ich habe die gute Nachricht gerade gehört. Gut für uns. Na, aber sowas von gut. Sie haben wirklich Talent für diese Art von Arbeit. Ne? Das habe ich mir auch gedacht. Kannst du mir gleich noch so einen Auftrag geben? Für zum Beispiel 3 chemische Formeln? Hm? Wäre das eine Maßnahme? Das wäre, würde ich sofort nehmen, du. Aber jetzt nehme ich erstmal das hier. Jo, 6-mal. Suppi, danke. Geben Sie es schnell aus. Man weiß nie, wie viel Zeit einem bleibt. Da hast du wohl sowas von recht, du. Deswegen gehe ich jetzt auch erstmal eine Runde an die Bar hier. Das habe ich mir verdient. Und euch wünsche ich einen schönen Abend. Bis demnächst wieder. Ja, hallo?